Also ein Verriegelungs- und ein Entriegelungsautomat, genau wie der pneumatisch betriebene, jetzt nur voll elektromechanisch. So, mal starten. Es braucht also ein Nichtbesitzer von Pneumatik nicht zu verzweifeln. Es lässt sich auch mechanisch, also elektromechanisch ansteuern. Es ist immer wieder faszinierend anzusehen, wie die automatisch die Steuerung dieser Abschalter hier ist schwingend angeordnet. Er drückt sich also selbst mit dem Anschlag hier oben. Schaltet er sich automatisch. Das war notwendig, weil der Platz zu gering war, um es einzubauen. Nochmal ein kleines Detail. Auch dieser Ver- und Entriegelungsautomat ist voll elektromechanisch gesteuert. Die Probleme beim Programmieren waren erheblich, aber ich habe es trotzdem geschafft. Jetzt will ich ihn mal starten. Die zwei Werkzeuge. Dieses Horizontalbohrwerk ist ein Fischermodell aus dem Jahr 1973 aus dem dritten Clubheft des Jahres. Ich habe es auf Lucky Logic programmiert, über eine Variable gesteuert
und mit einem echten Bohrwerk versehen. Der Glassichtdeckel hier ist eine Sperre, die an dem Bohrwerk Hier hinten ist der Sicherheitsschalter. Wenn ich also jetzt den Deckel zumache, wird sofort alles stillgesetzt. Wieder einschalten ist durch die Verschiebung. So, mit diesen Aufnahmen ist wohl der Film zu Ende und es waren wieder einige interessante, schöne Modelle dabei, so hoffe ich zumindest. Da ist die Aufnahme im Clubheft. Man kann sehen, dass es relativ einfach gebaut wurde. Die Bohrer sind nur simuliert, aber ansonsten gesteuert über die Relais ist es die Funktion die gleiche. Das ist der Schaltplan dazu, also über die Relais gesteuert und der Brecher. Der Motor, alles ist gleich, die Schalter und Endabschalter. In diesem Clubheft habe ich das Modell gefunden. Wir können immer noch was verbessern. Und dann, wenn man was findet, naja, das ist schon in Ordnung. Dann werden wir mal schauen, ob das nicht hier besser passt. Teile immer schön griffbereit angeordnet. Ist sehr praktisch. Außerdem herausziehen. Spezielle Teile. In speziellen Schachteln. Pneumatik. Teile. Da sind die Greifer noch. Ein Greifer, ein alter. Den habe ich noch nicht zerlegt. Interesse habe dran. So, das ist alles hier sehr übersichtlich. Und noch ein kleiner Schwenk durch den Raum, in dem ich die Fischermodelle baue, die holländische Freunde als Laboratorium bezeichnet haben. Da ist ein interessantes Gerät. Da habe ich eine Vakuumpumpe aus einem Kopierapparat. Da wird vielleicht noch einiges gebaut werden.
Nun, im Detail sieht es eigentlich noch reizvoller aus. Es wird übergewechselt, das Werkzeug wird wieder bearbeitet. Der schwenkt zurück, der Werkzeugwechsel. Rechts sieht man die Kontakte. Werkzeugablage. Werkzeugwechsel wieder. Da die Bearbeitung der zwei Teile. Jetzt wird gebohrt und beim nächsten Werkzeug wird dann dran geschliffen. Das Werkzeug wird gebracht. Das gebohrt, Werkstück gewechselt, das Werkzeug gewechselt, das ist wieder mein bewährter Taktzähler, um meine Zeitglied zu erreichen, welches ich ja im Lucky Logic nicht habe. Für den Bohrtakt habe ich 10 Impulse gespeichert, die das auslösen. Die Drehbewegung wird ausgelöst über diesen Zeitgeber. Jetzt erfolgt der Werkzeugwechsel. Und der Werkzeug. Die Werkzeugablage, Werkzeugwechsel. Bearbeitungsgang zur anderen Seite um 180 Grad dreht der Roboter. Zur Bearbeitung. Man könnte es auch 90 Grad bauen, das wird also schon noch mal kommen. Dann ist er bedeutend schneller. Das zweite Werkzeug wird geholt. Bearbeitung erfolgt. Mal beobachten. Genau. Hier sieht man die zwei Kontakte, die da drinnen stecken. In dem oberen Würfel sind bewegliche Federkontakte. Die werde ich jetzt gleich zeigen. Wenn das Werkzeug mittels der Schnecke hochgezogen wird, schließen sich die Kontakte und werden dann über die Variable ausgelöst, diese 10 Kontaktimpulse
abgespeichert. Diese zwei Schalter haben die Funktion, dieser ist der Endschalter, der durch diese Nocke gedrückt wird, um den niedrigsten Punkt des Werkzeugs herabfahrens zu stoppen, und dieser hier löst den Variablen aus, also die Kontakte, damit es dreht. Dieser Schalter stoppt die Werkzeugaufnahme und setzt zugleich das Herauffahren zu diesem Schalter in Gang. Hier ist der obere Endstopp. Diese Übertragung für die Werkzeugaufnahmeschnecke ist ein bisschen arg reibungsgefährdet. Man muss also sehr genau einstellen. Ich habe es zuerst mit einem Kettenantrieb gehabt, das war eigentlich exakter. Aber es ist jetzt so weit eingestellt, dass es wirklich gut läuft. Hier die Demonstration, ist also wirklich hübsch anzuschauen. Der Werkzeugwechsel ist faszinierend. Es erfordert eine genaue Einstellung, weil die Schnecke da in diese Schneckenmutter hineinfahren muss. Hier wird sie abgelegt. Hier im Innern des Werkzeugmagazins ist ein Endschalter, der wiederum den Stopp der Schnecke bzw. das Zurückfahren des Roboterarms ermöglicht. Wird abgesetzt, neues Werkzeug geholt, der Kontakt geschlossen, und hier sieht man im zweiten Magazin den Endschalter. Hier noch einmal in der Seitenansicht. Werkzeugablage, Werkzeugaufnahme, Schwenk zum Bearbeitungsteil, Werkstückwechsel und der Rückschwenk. Jetzt zum Schluss nochmal Werkzeugfunktion. Werkstückwechsel, Bearbeitung, das Werkzeug gewechselt, ich glaube, das ist ein rundum gut gelungenes Modell. Es hat einige Probleme bei der Programmierung gekostet, aber ich habe sie gelöst. Ganz hundertprozentig zufrieden bin ich mit dem Programm nicht, denn wenn man mittendrin stehen bleibt, muss man alles in die Ausgangsstellung zurückbringen. Sonst, das würde aber ein so Wahnsinnsprogramm erfordern, dass ich ja tagelang drüber sitzen müsste. Hier nochmal die Werkzeuge im Einzelnen. Wenn man das dreht, kann man das sehen. Hier ist die Aufnahme. Dieser Punkt ist zum Ausgleich, damit es hochgezogen wird und der Taster etwas später einrückt. Das ist genauso. Das einzelne Werkzeug, der Motor. Führung, da ist die das ist die Magazinführung, und hier wird ein Stempel hineingesetzt.
in Heft 3 vom September 1996 in der Fischertechnik-Zeitung vom Fischertechnik-Club Niederland ist das Problem eines kleinen Laserroboters beschrieben. Ich hoffe, ich habe das gestellte Problem richtig erkannt. So, jetzt wollen wir es starten. Anstelle eines Tasters, der die unterbricht, habe ich einen Red-Kontakt gesetzt. Ich habe festgestellt, dass Red-Kontakte sehr genau stoppen, also genauso gut wie ein Schalter. Alles andere ist ja eine einfache Sache. Jetzt wollen wir das noch ein bisschen drehen. Es ist eine technische Ausführung, die normal zu bewältigen ist. Da bei mir ein Problem gleich dessen Lösung gleich ein zweites Problem nach sich ziehen muss, habe ich einen Doppeldrehteller-Automaten gebaut. Also ein Laserroboter, der abwechselnd die Teller Hier sieht man, dass ich da eine Schnecke nach links und eine Schnecke nach rechts habe. Das habe ich mir selber gebaut, also die Achse herausgeschlagen, andersherum eingesetzt, weil bei solchen kleinen Modellen, was ist im Tabletop, braucht man das. Wenn ich den nicht größer dimensionieren will, wenn da die Schnecke nach oben zeigt oder nach unten, so ist das schon viel schöner zu bauen. Da ich bei diesem Modell vier Stoppstellen brauche, 1, 2, 3 und 4, habe ich also vier Red-Kontakte eingebaut. Und wie man sieht, funktioniert einwandfrei diese Red-Kontakte hier. Dieser ist ein Original und die sind selbstgebaute. Da sie selbstgebaut viel billiger sind. Aus dieser Perspektive kann man gut den Arbeitstag beobachten. Hier noch ein weiteres Modell in der Reihe der Schweiß,
Laserspeisapparate. Das ist das Werkstück. Da werden diese angeschweißt oder beschweißt. Und damit es das eine Wechselmöglichkeit ist, kann man das also hier einsetzen. Und dann werden die justiert mit den Klötzchen. Hier justiert und dann kann es schon losgehen. Den Motor noch anschieben, wenn er eingreift, und jetzt wollen wir das Modell starten. Der E5-Schalter ist wieder ein Redkontakt, ein sehr gut bewährtes Mittel, um berührungslos eine Maschine anzusteuern. Dieses Modell ist ein Roboter, also ein Pneumatikgreifer hier, der diese Felgen greift, auf die Bearbeitungsstation legt, das ist hier drinnen, dann von dem Bearbeitungsroboter bedient wird und dann wieder vom Pneumatikgreifer auf das Förderband gelegt wird, um abtransportiert zu werden. Hier ist die Zuführung, pneumatisch abgesichert, damit die Felgen vereinzelt werden. Das ist die Aufnahmestation. Gut bearbeitet. Jetzt will ich es starten und schauen, ob alles klappt. Thank you.
Nun, er hat gesehen, es funktioniert alles wunderbar. Jetzt will ich mich dann einem ganz anderen Modell zuwenden. Dieses Modell ist eine Extenderpresse mit automatischer Materialzuführung. Genauso wird das Material auch hinten wieder ausgeführt und abtransportiert übers Band. Hier das Modell in voller Aktion. Teile werden pneumatisch positioniert, damit sie also schön abgelegt werden.
dieser kleinen Detailaufnahme will ich jetzt schließen. Dieses Modell einer automatischen Materialzuführung ist mal wieder ein Glanzstück, was mir besonderen Spaß macht. Da werde ich auch noch etwas anderes draus bauen. Jetzt will ich es von Anfang an starten, damit man die Funktion genau sieht. Das erste Werkstück wird eingelegt, bearbeitet. Jetzt wird das erste in die zweite Bearbeitungsstation gebracht. Wird bearbeitet, das dritte und so fort. Die Materialzuführung ist etwas auf Kosten der Bearbeitungseinheit hinten und das Abstellen des bearbeiteten Werkstücks. Jetzt ist natürlich nichts mehr da. Dann ist das neue Stab beginnt. Diese Greifer, bei diesen Greifern ist jeder einzelne mit, also beweglich gestaltet. Die nächste Ausführung wird sein, dass alle drei zusammen miteinander heruntergehen, also starr verbunden und nicht beweglich wie hier. Das ist eigentlich nicht unbedingt nötig. Jetzt ein Blick auf die Rückseite. Hier ist eine Presse, hier ist ein Bohr. Automat, der dann ausgelöst wird, wenn das Werkstück in die Arbeitsposition hineinfährt. Also jetzt wollen wir das mal starten. Hinten die Presse, die steht natürlich ziemlich eng an der Maschine und die Fertigteile werden hier abtransportiert. Diese elektromagnetischen Ventile aus dem letzten Heft der Fischertechnik Club Holland habe ich hier an Ermangelung von anderen eingebaut und in der Praxis zur Bewährung genommen.
Sie funktionieren einwandfrei, wie man jetzt sehen wird, wenn ich die Maschine starte. Dieser Zylinder mit den zwei Drosselventilen steuert die Greifroboterarme. Und zwar so, dass der Takt immer vom letzten, langsamsten Arm, dabei sie ja getrennt sind, den Takt angibt, dass es ansteuert, den Nehmen und das Ablegen. Es ist also notwendig gewesen, den Schalter an die Arme anzubringen, wäre also sehr schwierig gewesen. Es lässt sich ganz fein einstellen. Man kann also die Maschine optimale Geschwindigkeit bringen. Das ist ein Blick auf das pneumatische Innenleben, das ist ein ziemliches Gewurstel. Auch die Vernetzung der einzelnen Greifarme ist sehr kompliziert. So sieht es schon ein bisschen besser aus. Das Zubringerband ist mit dem Abtransportband synchron geschaltet und über eine Variable gesteuert, welche den weiteren Prozess dann auslöst. So, ich glaube, das Modell ist von allen Seiten beleuchtet und erklärt und es hat mir viel Freude bereitet, so etwas zu entwickeln. Bis zum nächsten Mal. Dieses Modell, ein zweiarmiger Einleger an einer Exzenterpresse, gehört zu den schönsten und interessantesten Modellen, die ich je gebaut habe. Hier sieht man den Einleger, aber wir werden es noch später besser sehen, die Exzenterpresse, das Zuführband. Jetzt das Modell in voller Aktion. Werkstücke werden ausgewechselt, Exzenterpresse. Thank you.
Das Einlegergestänge hier läuft genau über 45 Grad, dadurch ist die wenigste Reibung und die effektivste Ausladung nach hinten. Das herauszufinden war ein kleines Problem, aber wie man sieht, wunderschön gelöst. Wunderschön, wie bei nach dem Einlegen die zwei Zuführer stehen bleiben an die Extenderpresse. Sieht man wunderschön, wie das Teil gewechselt wird. Eine abgelegt. Und wieder das Teil gewechselt. Oh, okay. Jetzt ein Blick von der Rückseite. Man sieht den Extenderpressenantrieb. Da oben sieht man das einzige Bremsteil, dieser Magnet, der die Zwischenposition bestimmt. Den habe ich mir selber gemacht, da die Fischertechnik Magnete viel zu groß sind. Man hätte sie auch senkrecht anbringen können, aber so ist es halt ein bisschen eleganter. Jetzt sieht man wunderschön die Einleger von oben und so. So stelle ich mir ein Fischertechnikmodell vor. Das ist noch Fischertechnik von alten Schrot und Korn. Da kann man noch alles damit machen oder fast alles. Es gibt wirklich nur ganz wenige Sachen, die man nicht machen kann. Thank you.
Hier sieht man den kleinen Trick, wie ich die Achsen in den Baustein befestigt habe. Ich klemme da ein Stück Paketgummi ein und das sitzt wunderbar fest und ohne großen Längenverlust der Achsen oder praktisch gar keinem Längenverlust ist es befestigt. Das ist der Rätkontakt mit dem kleinen Magneten, den ich mir gemacht habe für die Zwischenpositionierung. Es ist viel schöner, als wenn ein Schalter auflaufen würde. Und diese Rätkontakte, die schalten mit einer solchen Exaktheit, was eine wahre Freude ist. Und hier an der Zubringer-Förderbandachse sitzt ein Impulsgeber für den allgemeinen Start und für das Zählen über eine Variable. Das Zählen der Schritte, wie das Förderband arbeitet, damit es nicht dauernd läuft. Hier ist wieder ein Materialzuführer für zwei Maschinen. Und zwar diesmal sind die drei Greifer zusammengekoppelt, also ohne nicht jeder einzeln betrieben, sondern sie gehen mit einem Ruck runter. Das hat denselben Effekt wie bei der Maschine davor. Den Auswerfer habe ich mir diesmal etwas einfacher gemacht, indem es nur über die Rutsche abgleitet. Es ist also genauso schön wie mit den Einzelnen, aber aus den Einzelnen lässt sich noch bestimmt eine neue Maschine konstruieren. Das ist eine Nutensäge, die da eine Nute sägt. Wunderschön. Diese Achsen da sind auf die bewährte Weise, diese Führungsachsen sind auf die bewährte Weise mit einem kleinen Gummiringlein eingequetscht festgemacht.
Da ist wieder die Steuerung des Greifrahmens über diese Pneumatikschaltung angesteuert. Die Druckminderung ist über die Ventile, sodass es schön langsam läuft. Jetzt die Rückseite von der Presse mit dem Endschalter, der oben drin ist.